Freunde, warte mal, doch schon morgen, ja? Ich muss aufstehen, Freunde, let's go! Zack! Hab die ganze Zeit über Diamanten geträumt, ich liebe nämlich Diamanten. Oh ja, Leute. Und jetzt würde ich sagen, es ist Zeit. Es ist zwar noch richtig früh morgens, ihr seht, es ist gerade 4.30 Uhr. Aber Freunde, was ihr nicht wisst, ist, dass ich heute einfach ein Date habe, ja, Leute? Ich habe ein Date heute mit einer ganz besonderen Person, nämlich mit meinem Crush, Leute. Freunde, das ist einfach mein Schulcrush. Ich bin mit ihr in der Klasse und ich habe nach einem Date gefragt und es hat funktioniert. Und jetzt treffe ich sie das erste Mal auf einem Date und ey, ich freue mich so. Ich muss schnell meine Zähne putzen hier vorne in meinem Haus. Ja, Leute, nicht wundern, ich habe echt nur nicht so viel Geld. Das heißt, ich habe hier nur so ein kleines Haus. Es tut mir auch leid, Leute, dass ihr das hier sehen müsst. Aber ich habe hier halt wirklich nur ein Bett drin, eine kleine Küche. Und hier vorne kann ich meine Zähne ein bisschen hier im Wasser spülen, aufspülen, zack, 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 Mund ausspülen zack. Okay, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen sauber auf jeden Fall. Meine Haare wasche ich auch nochmal. So, so, unter den Haaren, zack, zack, zack. Leider habe ich noch keine Dusche in meinem kleinen Haus. So, zack, Tür mache ich zu, muss ich gar nicht abschließen. Keiner will mein billiges Haus hier klauen. Und jetzt würde ich sagen, die Sonne geht eigentlich gleich auch auf, Leute. Und dann bin ich ready. Ich fahre mit meinem Auto los. Das habe ich mal von meiner Oma erhalten, Leute. Schaut euch das mal an, das ist voll das Oma-Auto. Aber wisst ihr was? Hauptsache irgendwas. Jetzt fahre ich zu meinem Date, Leute. Wir treffen uns einfach jetzt schon am Morgen gleich. Aber bevor wir uns jetzt treffen, würde ich sagen, gehe ich nochmal in die Stadt und will ein Geschenk kaufen für mein Date, Leute. Oh yeah. Wo kann ich denn ein Geschenk für mein Date kaufen, Leute? Ich bin neu in der Stadt hier vorne. Was sehe ich denn hier? Ein rotes Haus? Okay, hey, lebt bestimmt so lucky. Der hat ja voll das dicke Haus. Aber ich will in die Stadt, Freunde, und in einen Laden, um was Schönes zu kaufen für mein Date, Leute. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Ein Hotel? Nee, nicht hier. Hier haben wir eine Tanke. Eine Pizzeria. Hier ist unser Date, Leute. Aber noch ist es nicht so weit, Leute. Erstmal muss ich ein Geschenk kaufen. Ich muss zu einem Laden. So, zack. Wir sind hier übrigens in SimCity, Leute. Ihr seht, hier vorne ist SimLucky und dahinter bin ich. Oh, oh nein, ich bin einfach hier stecken geblieben. Oh nein, das ist gar nicht gut. Warte mal. Oh, zack, ich kann doch nicht so gut Auto fahren, Leute. Hab meinen Führerschein erst seit ein paar Tagen. Ah, hier vorne ist doch die Mall. Oh ja, hier kaufe ich ein Geschenk. Einmal hier parken. Zack, 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 zack. Aussteigen. Mein Auto, das gefällt mir gar nicht in Rot, Mann. Ich brauche ein blaues Auto. Ich sag's euch so, wie es ist. Was haben wir denn hier vor Feines? So eine dicke Mall mit Toys, mit Geschenken für... Oh, was bringt man denn auf ein Date mit, Leute? Ich weiß gar nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like da und ein Abo, Leute, damit das Date heute richtig gut läuft. Das ist mein erstes Date, Freunde. Kate's Gates. Was ist das denn? Irgendwelche Schuhe oder sowas? Kann ich mir was gönnen, Leute? Kann ich mir was kaufen? Oh nein. Was geht ab, Leute? Ich glaube, ich kann hier gar nichts kaufen. Oh Mann. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, Freunde. Okay. Ich würde sagen, dann schaue ich mal, ob ich irgendwo anders was kaufen kann. Sansonic. Ein neues Sansonic, Leute. Ein Handy am ersten Date mitbringen. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber so eine Halskette wäre halt schon krass, Leute, ne? Okay, der Laden ist versperrt für mich, weil ich noch zu wenig Geld habe. Leute, das ist das Problem, wenn man nicht so viel Geld hat. Nee, Handy nehme ich nicht fürs erste Date. Ich glaube, das ist nicht so ein gutes Geschenk. Das ist ein bisschen übertrieben. Und irgendwie auch nicht so was Romantisches. Ich brauche irgendwas Romantisches, Leute. Eine Halskette wäre eigentlich ganz cool. Am besten Blumen, Leute. Haben wir hier irgendwo einen Blumenladen? Kommt schon, Leute. Hier? Oh, kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Eine Handtasche wäre eigentlich auch ganz cool. Musikinstrumente. Kann ich mir dieses Moment hier kaufen? Gegenstände? Aha. Aha. Hier haben wir doch was. Okay, okay, okay. Allgemein. Leute, ich habe eine Idee. Das ist das perfekte Geschenk fürs erste Date. Wir kaufen ihr einfach einen Staubsauger hier in der Mall. Das kostet auch nicht viel. Zack, zack, zack. Und bam. Hier. Als erstes Geschenk für mein Date bringe ich natürlich einen Staubsauger mit. Die wird sich bestimmt richtig freuen. Freunde, leider hatte ich kein Geld für die anderen Sachen. Wie zum Beispiel hier vorne eine Axt. Aber eine Axt wäre natürlich auch gut für das erste Date. Aber ich nehme heute meinen Staubsauger mit. Leute, wir haben schon 8 Uhr morgens, um 9 Uhr ist unser Date. Wir dürfen unser Auto nicht vergessen. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann fahren wir jetzt los zum Date. Let's go, Leute. Alle Hashtag Team Diamantengang in die Kommentare. Hoffentlich wird das Date richtig gut ablaufen. Und so, zack, 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 zack. Noch ist keiner draußen, Leute. Es ist noch am Morgen. Und die sind alle noch schlafen. Ah, da sind ja schon welche in der Stadt. In The City, Leute, in Simukri City. Freunde, was haben wir hier? Wo ist jetzt nochmal das... Ah, hier Kaffee? Wollten wir Kaffee trinken oder wo wollten wir uns nochmal treffen? Oder beim Pizzaladen? Oder wollten wir hier Kaffee trinken? Wo war... Hä? Wollten wir uns nochmal hier treffen? Okay, Leute, ich würde sagen, wir packen einfach hier. Ich glaube, das war beim Kaffeeladen. Hier einmal frühstücken wollten wir zusammen. Let's go. Latte Lounge. Hä? Ist noch gar nicht angekommen. Eigentlich haben wir uns verabredet für 9 Uhr, Leute. Ich setze mich einfach hier mal hin und warte ein bisschen, okay, Leute? Weil es schon 39, Alter. Mein Date kommt einfach nicht, Leute. Hä? Oh Mann, ich werde mich hier für eine Verabredung beim Kaffeeladen hier in der Mitte. Ach, schade, Leute. Schade, Marmelade. Freunde, wir haben jetzt einfach schon 10 Uhr und mein Date ist doch immer nicht da. Ich wurde einfach im Stich
gelassen so, habe. So, hallo und, warte mal, hier ist ja niemand außer, warte mal, hey, Ogri, sag mal, wie geht's denn so? Mir geht's gut, Lea, ey, hast du unser Date fast vergessen heute, oder? Nein, Ogri, hast du vergessen, wir haben uns für 10 Uhr verabredet. Das war eigentlich 9 Uhr, oh Mann, nicht dein Ernst, Lea. Warte mal, Ogri, hast du etwa dich mit der Zeit vertan? Nein, das hast du getan, du hast dich mit der Zeit vertan. Junge, ich warte hier seit einer Stunde, ey, Lea, oh Mann, ich muss dir was sagen, ja, ist das eigentlich echt? Was meinst du echt? Deine Augen. Hä? Meine Augen? Natürlich. Was ist denn mit meinen Augen? Die sind so wunderschön. Du weißt gar nicht. Ich habe mich, glaube ich, in deine Augen verliebt. Hab da reingeschaut und dann auf den ersten Blick. Und dann musste ich dich ansprechen in der Schule. Mein Crush musste ich ansprechen. Und jetzt habe ich meinen Crush hier neben mir sitzen. Und jetzt gehe ich auf mein erstes Date mit dir. Leute, ich freue mich sowas. Sag mal, Ogri, was sagst du denn da ganze Zeit? Sag mal, bist du vielleicht ein bisschen, sagen? Ich bin verliebt, Lea. Ich muss jetzt sagen, ich bin verliebt. Warte mal, wirklich? Ogri, du weißt doch, ich mag jemand anderen. Und außerdem, was hast du denn überhaupt? Warum magst du denn mich nicht? Hä, was habe ich getan? Naja, weißt du was? Ich habe halt eben schon einen Freund. Und dieser Freund, der hat einfach einen Ferrari, ganz genau. Hä, aber, guck mal. Ist dein Freund auch so nett wie ich? Und außerdem, Lea, warte, ich überzeuge sie, Leute. Sie hat noch nicht mein Geschenk gesehen. Gleich wird sie auf jeden Fall mich richtig lieben, Leute. Ich sag's euch. Freunde, ich weiß doch, Mädchen lieben Staubsauger, oder nicht? Leute, falls ihr ein Mädchen seid, schreibt es in die Kommentare. Liebt ihr nicht Staubsauger oder irre ich mich? Habe ich irgendwas Falsches? Vielleicht denke ich auch irgendwie. Okay, was ist denn jetzt noch los? Okay, guck mal, Lea, ich habe ein richtig krass Geschenk für dich. Schau dir das mal an. Ein Geschenk für mich? Okay, dann zeig mal her. Ja, schau dir das an. Guck, was ich hier habe. Wir haben einfach einen Staubsauger für dich. Freust du dich? Warte mal, was? Ein Staubsauger als Geschenk? Das ist doch ein Witz, oder? Nee, das ist kein Witz. Das meine ich echt, Alter. Oh Mann, Ogri, weißt du was? Ich gehe einfach. Das ist mir ehrlich zu albern. Hä? Nee, wie? Ey, Lea, bleib stehen. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Bist du verrückt, Mann? Hey, bleib stehen. Lea. Hä, wo ist sie hin, Leute? Ey, Lea, aber warte mal. Bleib stehen. Oh Mann, wo ist sie hin? Ey, Lea, das war nicht so gemein. Ich habe ein anderes Geschenk für sie. Freu, ich muss schnell ein Geschenk machen. Warte mal, ich hole sie was zu essen von hier vorne. So, vielleicht wird sie mich dann wieder mögen. Ey, Leute, warum habt ihr mir nicht gesagt, dass es ein schlechtes Geschenk ist? Warum habt ihr mir nämlich in die Kommentare geschrieben? Ganz ehrlich, Mann. So, zack, zack, zack. Wir setzen uns wieder hin, Freunde. Und sie wird das bestimmt lieben. Ich gebe ihr einen Donut, Leute, von der Cafeteria. Oh yeah. Ey, Freunde, ganz ehrlich, ich dachte, die verliebt sich direkt. Und dann einfach geht sie weg, Mann. Ich bin so traurig. Egal, dann esse ich den Donut selber, weil sie kommt irgendwie gar nicht mehr, oder? Hey, warte mal, ich habe sie gehört. Ist sie da draußen? Ich hoffe, sie ist doch wiedergekommen. Riecht gut. Ja, das riecht gut, Lea. Schau dir das an. Schau mal, was ich für dich habe. Oh, lass mal. Yeah. Was? Okay, was machst du denn jetzt nochmal hier? Einen richtigen Poopsie-Donut. Die liebst du doch. Das sind die von Biddy. Ein Poopsie-Donut? Bah, Ogri, aber ich habe sogar einen Luxus 50 Euro Milchshake und du kommst mit einem Poopsie-Donut? Oh Mann, jetzt geht's wirklich. Der 2 Euro kostet, das war mein ganzer Ersparnis, Alter. 2 Euro? Also, ich bitte dich, das überbietet nicht meinen 50 Euro Schokomilchshake, ganz ehrlich. Und was ist das überhaupt für ein Auto da hinten? Das ist mein Auto, warum fragst du? Warte mal, was? Was ist das für ein Auto? Oh Mann, das fährt ja nicht mal 50 km/h. Hey, doch, komm, setz dich rein, ich zeig's dir, Alter. Du wirst hier richtig überrascht sein. Komm rein, Lea. Warte mal, was? Okay, na gut, ich komm rein. Ey, Lea, jetzt mal eine Frage, ganz ehrlich. Wer ist denn dein Freund, der einen Ferrari hat? Der ist ja superreich, oder nicht? Magst du ihn etwa wegen dem Geld? Weißt du, mein Freund ist einfach Sam Lucky, ganz genau. Sam Lucky hat alles. Sam Lucky ist reich, seit wann das denn? Naja, weißt du, Sam Lucky, der ist extra von dir weggegangen, der hat mir immer erzählt, dass du irgendwie voll arm bist und so. Und ich wollte mich jetzt mal selbst überzeugen, weißt du? Was? Dein Ernst? Ey, du bist mit Sam Lucky zusammengekommen wegen dem Geld? Nee. Ich sag dir ganz ehrlich, Sam Lucky hat zwar viel Geld, aber der ist halt trotzdem rot und so. Und der stinkt auch ein bisschen, sag ich dir, so wie es ist. Ich würde mit dem nicht zusammen sein. Warte mal, was? Du weißt schon, dass Rot am nächsten an Pink herankommt, ne? Ja, aber Blau passt besser zu Pink. Naja, das glaube ich jetzt nicht so, Ogri. Und was ist das überhaupt für eine Shortkarre, Mann? Hier drinnen stinkt es auch schnell weg hier. Nein, komm, ich fahr dich zu meinem Zuhause. Dann wirst du richtig, das ist richtig cool, Mann. Ich sag's, ich habe mein eigenes Haus jetzt letztens gekauft. Komm rein. Dein Zuhause? Naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht komm, ist ja auch so eine Schrotflinte oder so. Warte, wenn es grün ist, dann musst du einsteigen. Dann fahren wir weiter. Komm rein. Wenn es grün ist. Ja, es grün ist, grün. Komm, ich zeig's dir. Ey, du wirst dich richtig freuen. Dann wirst du deine Meinung ändern. Ich sag's dir. Lea, komm schon rein. Oh, dein Zuhause ist kaputt gegangen. Ich kann nicht so gut fahren. Okay, warte mal. Wir gehen zu Fuß zu meinem Haus, nicht mal weit weg.
Schau dir das mal an. Ja, da wäre ich eh nicht mehr eingestiegen. Oh, ey, wie krass, wie groß ist denn das Haus? Warte mal, ist das etwa dein Haus? Nee, ist nicht. Warum? Okay, ja, hätte ich mir schon denken können. Sag mal, wo ist jetzt eigentlich dein Haus? Ja, komm mit, ich zeig's dir, Alter. Du wirst so überrascht sein. Das ist das beste Haus aller Zeiten. Ey, Lea, es wird schon nachts, Junge. Wir können uns auch ein bisschen hinhocken. Ich habe zwar keinen Fernseher, aber wir können ja trotzdem irgendwie ein paar Spiele spielen. Du hast keinen Fernseher? So. Was machst du denn sonst bei dir zu Hause? Ja, aber auch Spaß, ja. Kartenspielen und schlafen und essen. Oh Mann, lieber habe ich ein Heimkino bei seinem Lucky, du weißt schon. Der hat ein Heimkino? Was ist das denn hier? Wir sind bei einer Schrottbude, was? Ist das etwa dein Haus? Nein, das, ja, also, wie soll ich sagen? Was sage ich denn jetzt? Oh Mann, schnell weg hier, tschüss. Ey, warte. Das ist ja wirklich, das stinkt ja auch mal. Oh Mann, nein, von innen, das ist ja bestimmt auch so ein Schrotthaufen. Komm mit, von innen sieht es richtig cool aus. Schau dich an. Ja, ja, genau. Doch, du musst erstmal reinkommen, Lea. Boah, hier stinkt es. Ja, oh Mann, mach nicht die Tür zu. Schau, was ist das Bett und so. Da können wir beide reinpassen. Nein. Komm doch zu mir, gesell dich schon hin. Was ist dein Einzelbett? Das haben doch nur Arme. Nee, weißt du was? Hat Sam Lucky jetzt ein Doppelbett, oder was? Komm. Ja, genau. Sam Lucky hat ein Dreierbett, ganz genau. Was? Und du, weißt du was? Komm erst wieder zurück, wenn du erstmal etwas erreicht hast. Aber mein Haus ist doch voll cool, Mann. Nein, dein Haus ist voll stinkig und so. Und, da will ich nicht nochmal reinkommen. Oh Mann, das sieht ja wirklich aus wie ein Dixie-Klo. Oh Mann. Was hat sie gesagt, Leute? Oh Mann, ey, Freunde, ich muss ehrlich reich werden. Ich habe auch gar keine Arbeit oder so. Aber ey, Freunde, ich wollte mal YouTuber werden. Vielleicht kann ich noch richtig viel Geld machen. Denkt ihr auch, Leute? Und dann, ey, wenn ich ganz viel Geld habe, habe ich mehr Geld als zum Lucky, Leute. Und dann werde ich, ja, dann wird vielleicht Lea richtig neidisch, dass sie mich nicht damals gewählt hat. Freunde, ey, wir sind ganz ehrlich, ich werde jetzt richtig reich. Es reicht mir, Leute. Lasst alle Like da und Abo. 3 Sekunden, dann werde ich super, super reich. 3, 2, 1, let's go! Schnell! Ich bin so traurig. Was mache ich jetzt? Das ist meine einzige Chance, Leute. Let's sweep! Freunde, ich bin noch immer richtig traurig. Irgendwie hat es nichts gebracht. Ich bin jetzt hier unterwegs. Ich versuche reich zu werden, aber es bringt nichts. Wisst ihr, ganz ehrlich, bei so viel Minus-Aura, Leute, die ich heute bekommen habe, weil ich einfach abgesagt wurde von meinem Crush und Cop bekommen habe, da werde ich jetzt einfach Simukri City verlassen. So, zack, ich werde jetzt hier in die neue Stadt gehen und da werde ich richtig reich und richtig viel arbeiten. Da werde ich mir eine dicke Villa kaufen. Let's go, Freunde, mal schauen, ob wir es schaffen werden. Freunde, es ist ein Jahr vergangen. Ihr seht, die Chayas schreiben mir ohne Ende. Die schreiben mir alle in Snapchat, die wollen alle was von mir. Aber ich bin jetzt super reich. Ich habe die Stadt verlassen, jetzt lebe ich hier in der neuen Stadt und, warte mal, Lea, was machst du denn hier in der neuen Stadt, hä? Warte mal, Ukri, was machst du denn hier? Das ist ja von lange her, dass wir uns gesehen haben. Ja, das ist echt schon lange her. Und ich weiß noch, dass du mich in deinem Date abgesagt hast und mir einen Korb gegeben hast. Aber weißt du, seitdem ist vieles passiert. Du hast mich ja auch gedacht, wegen meinem kleinen Haus und so, dass ich kein Auto habe und so. Aber du siehst ja, ich habe jetzt einen Lamborghini Urus, einen hellblauen, eine dicke Villa, die gehört auch mir, Leute. Und ja, Lea, ganz ehrlich, irgendwie gefällst du mir nicht mehr so. Weil du schließt nur auf das Geld. Ciao, ciao. Warte mal, was, Ukri? Bleib stehen, hey! Nee, ich brauch gar nicht was mit dir zu tun zu haben. Ich hab die Stadt verlassen. Ich bin weg. Ich bin weg aus Simukris. Ich bin jetzt hier in Simukris 2.0. Ciao, ciao. Komm zurück, hey! Ja, ja, Freunde, ne? Wenn das Geld jetzt da ist, dann wollen die auf einmal ein von was einem. Nee. Das lasse ich nicht mehr machen, Freunde. Ganz ehrlich, ich hab die Stadt verlassen und ich werde jetzt hier mein eigenes Leben nehmen. Ich bin jetzt Businessman, Leute. Viel Geld gemacht. Und ja, Freunde, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr RP-Videos sehen wollt, das ist ein Like da und ein Abo. Leute, Lea ist natürlich keine Golddigger. Das ist nur Roleplay, Leute. Lea ist in Wahrheit ganz nett. Und auch nicht mit Sam Lucky zusammen, Junge. Sam Lucky, Junge, was denkst du, Alter? Haha, Junge. Ich glaube, mit Orks. Ich glaube, die steht wirklich auf Orks. Das sind echt Leute. Okay, ciao, ciao, Freunde. Ihr seid die Besten. Drückt auf die nächste Folge. Haha, let's go. Wuhu. Was ist das für ein Monster? Leute, drückt auf die Folge. Ah! Ich hab mein Auto geklaut. Was? Was ist das?